Liebe Genossinnen und Genossen, 2016 ist ein beschissenes Jahr. Erst vor 3 Wochen war so ein Mittwochmorgen, den man kaum erträgt. Kennt ja jeder. Aufwachen und das Gefühl haben, dass am Abend zuvor so einiges aus dem Ruder gelaufen ist. So wie ein Kater nach einer durchzechten Nacht, an die man sich nur bruchstückhaft erinnert. Ungefähr so habe ich mich gefühlt, als klar war, Trump wird Präsident der USA. Und diese Katerstimmung, die fühle ich nicht das erste Mal in diesem Jahr. Beim Brexit erging es mir ähnlich. Nie hätte ich gedacht, dass die Britinnen und Briten tatsächlich für einen Austritt aus der EU stimmen. Ich dachte immer, es gibt nur eine Richtung, in die sich die EU entwickelt. Mehr Europa, mehr Integration, mehr Zusammenwachsen. Tja, falsch gedacht. Genauso dachte ich, unsere Gesellschaft entwickelt sich stetig weiter. Mehr Gleichstellung von Männern und Frauen. Vielfältigere Lebensentwürfe, mehr Offenheit, weniger Abschottung. Alles nur eine Frage der Zeit. Auch hier falsch gedacht. Es ist nicht selbstverständlich, dass alles immer nur besser wird. Noch nicht mal der Status quo ist selbstverständlich. Wir erleben gerade den schlimmsten Rollback in den letzten 50 Jahren. Beschissenes Jahr, dieses 2016. Und dann auch noch AfD, Pegida und Co., die ein Frauenbild aus den 50ern propagieren, mit festgeschriebenen Geburtenquoten. Sie propagieren ein Bild von Abschottung aus dem letzten Jahrtausend und agieren offen rassistisch. Da sind einige, für die es eine Option ist, auf Menschen zu schießen, nur weil sie ihnen nicht in den Kram passen. Und diese Leute sind immer noch in ihrer Partei an der Macht oder vielleicht gerade auch deshalb. Was für ein Verfall der Sitten. Beschissenes Jahr, liebe Genossinnen und Genossen. Die CSU ist in vielen Fragen keinen Deut besser. Andreas Scheuer hält ministrierende Schwarze für das Schlimmste. Wenn auch nur ein Funke christlicher Nächstenliebe in seinen Parteifreunden steckt, dann müssen die bei jeder Predigt in der Kirche rot anlaufen vor Scham, liebe Genossinnen und Genossen. Bei ihrem Parteitag, da schwafelt die CSU von einer Linksfront, die es zu verhindern gilt, obwohl gerade eine Rechtsfront unsere Gesellschaft spaltet. Obwohl Flüchtlingsunterkünfte brennen und Menschen offen angefeindet oder gejagt werden, weil sie nicht deutsch genug aussehen. Hallo CSU? Sag mal, ich glaube, es hackt, oder? Beschissenes Jahr, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn wir nach Berlin schauen, dann wissen wir, wie schnell die Union mit der AfD gemeinsame Sache macht. Es ist ein Skandal, dass sie Franzi Drosel als Stadträtin in Steglitz-Zehlendorf verhindert haben. Und dann sagt so ein CDUler auch noch, sie stören sich an Franzis Verhältnis zur Nation. Und ich frage mich, aber das Verhältnis der AfD zur Nation ist in Ordnung, oder was? Wisst ihr, was mich auf die Palme bringt? Genau solche Heuchler wie diese Typen von der Berliner CDU. Die tun so, als würden sie sich für Demokratie einsetzen. In Wahrheit ist ihnen alles recht. Sie sind lauter rechte Ideologen, die mit jedem Mittel versuchen, eine linke Frau zu verhindern. Diese Berliner CDU, die hat wirklich keine Grenze nach unten auf der Beschissenheitsskala. Das alles ärgert mich. Aber sich aufregen hilft allein ja nicht weiter, trotzdem muss es irgendwie gerade mal raus. Sich aufregen ist ja auch wichtig. Sich aufregen ist der erste Funke, um sich zu engagieren, um was zu verändern.
Und wir wollen was verändern, liebe Genossinnen und Genossen. Es ist Zeit, Farbe zu bekennen. Gerade hier in Dresden, aber auch überall sonst. Gegen diesen Rollback, gegen diesen Hass. Die Zeit, in der man sich einfach nur zurücklehnen konnte, die ist vorbei. Spätestens seit der Wahl Trumps ist klar, nichts ist selbstverständlich. Wir müssen unsere Werte jeden Tag aufs Neue verteidigen. Unsere Demokratie, Gleichstellung, Offenheit. Deshalb geht mein Appell an alle da draußen. Kriegt verdammt nochmal endlich euren Arsch hoch. Und das machen zum Glück ja auch viele. Über 1000 Leute sind seit der Trump-Wahl bei uns eingetreten, weil sie sich engagieren wollen, weil sie keinen Bock haben auf Hass und Hetze. Das ist gut, aber es wird nicht reichen. Ja, wir müssen viele sein, aber wir müssen auch die sein mit den besseren Ideen und den überzeugenderen Visionen. Gegen Populismus gibt es ein wirkungsvolles Mittel, nämlich kluge Ideen. Und die klügste Idee, die am meisten auf den Kopf stellt, die am meisten die Gegebenheiten hinterfragt, die am meisten das Zeug dazu hat, Populismus entgegenzuwirken, das ist Gerechtigkeit. Ungerecht ist, dass VW 30.000 Stellen abbaut, die Bosse aber trotzdem Millionen Boni kriegen. Ungerecht ist. Ungerecht ist, dass Giganten wie IKEA und Amazon Milliardengewinne in Deutschland machen, in den Steuersäckel aber nur 10 Cent Stücke stecken. Und ungerecht ist, dass Kommunen zum Leidwesen von Mietern Wohnungen privatisieren und Geldhaie sich die Hände reiben. Gerecht ist, dass die VW-Bosse keine Boni erhalten, sondern Boni zurückzahlen. Gerecht ist, dass IKEA und Amazon Millionen zahlen oder sich vom Acker machen. Und gerecht ist, dass die Geldhaie niemanden zum Ausziehen nötigen können und sich von mir aus gegenseitig in den Schwanz beißen. Liebe Genossinnen und Genossen, die schlagkräftigste, modernste, nachhaltigste Idee ist Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit ist nie populistisch. Nur Ungerechtigkeit führt zu Populismus. Dann haben es die Populisten leicht, einfach nur gegen etwas zu sein. Und wenn wir sie uns anschauen, die Populisten, in den USA, in Frankreich, den Niederlanden, Großbritannien oder auch hier, sie alle sind gegen etwas. Gegen Migranten, gegen Minderheiten, gegen Globalisierung, gegen das Establishment. Um Anhänger zu gewinnen, ist ihnen jedes Mittel recht, keine Lüge zu dreist. Mit ihrem Hass und ihrer Hetze schüren sie Ängste und Verunsicherung, um dann genau diese Angst schamlos auszunutzen für ihre rechten Parolen. Und da sind wir gefragt, da ist die SPD gefragt, nämlich Farbe zu bekennen, nicht gegen etwas, für etwas. Dafür einzustehen, dass es gerechter zugeht, einfacher zugeht, dass die Verteilungsfrage beantwortet ist. Und vor allem klar zu sagen, Hass auf Minderheiten wird nicht dazu führen, dass es irgendjemandem besser geht. Wer andere abwertet, bekommt klare Kante von uns. Rassismus ist nämlich keine Meinung, sondern ein Verbrechen, liebe Genossinnen und Genossen. Was ist also unsere Aufgabe? Was können wir tun? Wir müssen das Leben der Menschen einfacher und gerechter machen. Und wir müssen dieses Versprechen endlich umsetzen. Es reicht nicht, nur an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Mindestlohn 40 Cent hoch, Leiharbeit nur noch 9 Monate schlechter bezahlt, Rentenniveau, Haltelinie irgendwo bei 46%, bisschen Geld in den Wohnungsbau. Das sind erste Schritte, aber nicht mehr. Wir müssen mutiger sein und vor allem müssen wir zu dem stehen, was wir wollen und nicht beim kleinsten Gegenwind einfach umkippen. Wir müssen zeigen,
Ja, es gibt eine Alternative zu Unsicherheit und Angst. Wir können etwas verändern, gemeinsam. Und na klar werden die Arbeitgeberverbände, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und viele mehr Stimmung gegen uns machen. Natürlich werden sie mit ihren verleumderischen Kampagnen kommen. Meine Güte, im Winter schneit's halt, ne? Aber das wissen wir vorher und darauf müssen wir uns noch vorbereiten. Ich glaube, es hängt von uns ab, ob die damit durchdringen oder nicht. Das ist kein Schicksal. Liebe Genossinnen und Genossen, das nehmen wir aus Herausforderungen an, was die machen. Also lasst uns Farbe bekennen und zu unseren Überzeugungen stehen, indem wir eine Rente fordern, die den Lebensstandard sichert, statt uns auf den Generationenkonflikt einzulassen. Weil wir wissen, dass der Kampf, den wir führen, nicht zwischen Alt und Jung stattfindet, sondern zwischen unten und oben. Oder indem wir eine Bürgerversicherung fordern, die Schluss macht mit der Zweiklassenmedizin, die endlich wieder Parität herstellt und die Arbeitgeber in die Verantwortung nimmt. Indem wir eine Umverteilung des obszönen Reichtums einiger weniger fordern, indem wir die Vermögensteuer einführen und die Erbschaftssteuer korrigieren, indem wir endlich Schluss machen mit dieser Oligarchie der Superreichen. Indem wir ein Recht auf Ausbildung fordern und eine Mindestvergütung für Azubis und Schluss machen mit Befristungen und schlechter Ausbildungsqualität. Indem wir Milliardeninvestitionen in bezahlbare Wohnungen stecken. Es kann doch nicht sein, dass sich nur noch Reiche eine Wohnung in Hamburg oder München leisten können. Indem wir nicht zulassen, dass jemand auf der Strecke bleibt. Indem wir mehr soziale Absicherung schaffen und vor allem mehr Gerechtigkeit. Dann, liebe Genossinnen und Genossen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Auf einem Weg für die Menschen, einem Weg für die Menschen, die auf die Sozialdemokratie bauen, einem Weg für die Menschen, denen niemand so verbunden ist wie wir, einem Weg, den wir vor 153 Jahren eingeschlagen haben, dem wir nicht immer hundertprozentig treu waren, einem Weg, dem wir ab jetzt unbedingt treu bleiben müssen, einem Weg, der der Sozialdemokratie würdig ist. Liebe Genossinnen und Genossen, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind, das weiß ich auch, wenn ich mit jungen Azubis wie Seya rede. Sie ist aus der Nähe von Augsburg, Krankenschwester, gerade ausgelernt. Von Seya weiß ich, wie hart es ist, in der Ausbildung klarzukommen. Azubis müssen ganz selbstverständlich mitlaufen, mit anpacken. Anders geht's gar nicht, weil Personal im Krankenhaus fehlt. Sich Zeit nehmen für die Azubis neben der Arbeit, meistens Fehlanzeige. Gut verdienen, Fehlanzeige. Genug Zeit haben für die Menschen, die krank sind, auch Fehlanzeige. Seya würde trotzdem keinen anderen Job machen wollen. Ich finde es toll, aber es ärgert mich, dass wir Azubis wie Seya bislang hängen lassen. Und deshalb muss sich dringend etwas ändern. Mehr Zeit, bessere Bezahlung, Geld für die Berufsschulen, Farbe bekennen für Azubis wie Seya. Das muss die SPD. Ich weiß auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn ich an so einige Juso-Pärchen denke. Michi und Tom zum Beispiel. Anfeindungen, blöde Sprüche und so vieles mehr sind ihnen gegenüber keine Seltenheit. Vor allem, wenn sie mit den Kindern unterwegs sind. Passt auf, dass die nicht auch schwul werden, gehört dann noch zu den netten Sprüchen. Farbe bekennen für Menschen wie Michi und Tom, für die Ehe für alle, für das Adoptionsrecht. Das muss die SPD.
oder meine Freundin Marisa. 2 Monate lang hat sie im Hostel oder bei Freunden auf der Couch gelebt, bis sie endlich eine Wohnung in Münster gefunden hat. 600 € zahlt sie jetzt für 20 Quadratmeter. Und dafür arbeitet sie an der Tankstelle, neben dem Studium. Farbe bekennen, für Leute wie Marisa, für mehr Wohnungsbau, für mehr BAföG, das muss die SPD. Farbe bekennen. Das muss für die SPD auch heißen, keine große Koalition mehr. All das, was wir fordern, was wir den Menschen schuldig sind, was wir uns selbst schuldig sind, wie die Mindestvergütung für Azubis, wie gleiche Rechte für homosexuelle Paare, wie Umverteilung, wie sozialer Wohnungsbau, wie die Bürgerversicherung, all das gibt es nicht mit der Union. Und was es mit der Union übrigens auch nicht gibt, ist ein entschiedener Kampf gegen rechts. Und deshalb ist für mich klar, wir müssen linke Mehrheiten endlich nutzen. Die Perspektive heißt Rot-Rot-Grün. Und dafür kämpfen wir, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, Farbe bekennen. Das tun die Jusos Dresden jeden Tag. Hoch mit euch! Liebe Genossinnen und Genossen, Farbe bekennen, das tun die Jusos Dresden jeden Tag, indem sie rausgehen und aufstehen gegen Rassismus, indem sie nicht zulassen, dass Pegida ungestört durch die Straßen ziehen kann, indem sie widersprechen, wenn wieder jemand scheiß Ausländer sagt. Und dazu gehört Mut, dazu gehört Kraft. Ihr Jusos Dresden, ihr zeigt, was es heißt, Farbe zu bekennen. Und deshalb vielen, vielen Dank. Gerade hier in Sachsen sind die Jusos so wichtig. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir alle heute hier sind. Lasst uns dafür kämpfen, dass Pegida ihre Montagsdemonstrationen künftig in einer Telefonzelle abhalten kann. Und dafür, dass sich die AfD in die Hosen macht, weil sie Angst haben vor der 5-%-Hürde. Lasst uns dafür kämpfen,
Lasst uns dafür kämpfen, dass wir im September 2017 nach der Bundestagswahl nicht mit einem Kater aufwachen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns Farbe bekennen. Vielen Dank.